Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wunderbar, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind in Folge Nummer 6 von Oxygen Not Included. Wir haben letztes Mal hier Ada geguckt. Leider hatte niemand geschrieben, ob ich Ada dazunehmen soll, aber ich denke, dass wir da sind. Zweiter Punkt ist halt die Forschung. Müssen wir uns gleich überlegen, was wir hier an der Forschung machen. Aber das Ganze starten wir gleich nach dem Intro. Wir sehen uns gleich. So, da sind wir im Spiel. Es läuft. Wir gehen erstmal nach Ada, denke ich mal gerade. Wähle Blaupause. Und Ada ist nicht mehr da. Es hat sich geändert. Okay, dass wenn man abspeichert und einen nicht nimmt, dann ändert sich das, was inhaltlich da ist. Okay, dann ist das ja auch nicht verkehrt unbedingt. Stärke ist gesenkt. Kann bauen, das ist jetzt nicht so. Landwirtschaft ist ganz cool. Keimresistenz gesenkt, das ist nicht so toll. Hier gibt es Hatchlingseier. Das würde natürlich unsere Kohleproduktion nach vorne bringen, wenn wir die haben, ne? Und hier, da sind Pflanzen, die nur schick aussehen. Ich glaube, dann würde ich die Hatchling-Eier doch favorisieren und würde dann zuschauen, dass wir doch tatsächlich in der Forschung auch den Kohlegenerator machen, ne? Da ist er. Dann stoßen wir den an und gucken zu, dass wir in irgendeinem Bereich uns in Richtung Kohle aufmachen. Koloniezusammenfassung brauchen wir jetzt nicht. Jetzt müssen wir nur mal hier gerade Sauerstoff nicht. Temperatur wollte ich gucken. Also hier rechts ist es warm, ne? Und hier oben ist es noch wärmer. Hier unten wäre es dann schon sinnig, was zu bauen mit Kohle. Hier rechts vielleicht, hier so hin. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir den Weg nach hier hin ein bisschen vorantreiben. Wie sieht es hier mit Keimen aus. Hier vor nicht. Dann können wir eigentlich hier gucken, dass wir hier eine Wand noch weiterziehen gerade. Ja, die Pumpe, die steht da auch ganz geschickt, ne? Würde das jetzt so favorisieren. Dann da eine Leiter runter machen. Hat gut geklappt, ne? Ja, super. Irgendwer hatte mir mal erzählt, man muss Shift drücken, dann... Das war wohl nichts mit Shift, dann... Nee. War Steuerung? Nee. Angeblich wäre das so, dass wenn man Shift drückt, nicht krumm gebaut wird. Aber ist ja jetzt nicht so wild. Gut, macht hier einer was, oder... Macht gerade keiner was. So, die Hatchling-Eier, die müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die einlagern, ne? Hier wird noch was gebaut, aber Prio niedrig. Machen wir mal Prio hoch. Die sollten wir einlagern, bis die da, ne? Sinnigerweise nicht ausschlüpfen. Ja, hier unten ist das mit dem Wasser nicht so doll. Aber da kommen die ja jetzt hin, der... Mordrak hatte ja geschrieben, dass die ans Wasser nicht kommen. Die kommen aber ans Wasser. So. Gut. Jetzt ist nur er hier am Rumlaufen und die anderen beiden sind am Schlafen. Die drei sind es ja. Gut, müssen wir gerade einen Moment warten, bis das klappt. Hier könnte man aber auch buddeln. Das wäre kein Ding. Wir können da gerade noch die Decke einziehen. Würde ich sagen. Macht ja auch Sinn. Hier wird jetzt erstmal der Dingens, der Verdichter gebaut. Ne? Kriegen wir hin. Strom ist genug da. So, Verdichter kriegt erstmal Tiereier. Egal welche, wir machen alle da rein. So, und das. Okay, er geht jetzt. Stinky macht was, er geht auf Toilette. Okay, passt. Jetzt müssen wir hier nur das aufräumen. Machen wir die Prio auf 9. Aha, jetzt habe ich wahrscheinlich hier aufräumen nur bei einem, ne? Kann man das... Ja. Und das ist das dritte Ei und das soll auch sofort weggeräumt werden. So, ich hoffe, hier wird einer mal graben. Hier geht es ums Essen, das ist auch gut so. Wie viel Prozent haben wir denn da? 91, das ist schon mal sehr schön.
Wir haben aber hier noch was in der Kiste drin. Ist zwar ungekühlt, aber es ist noch was drin. Die zweite Dingens sollten wir hier auch mal bauen. Forschungsstation. Die haben wir ja auch schon. Die kommt definitiv daneben mit einer Prio von, sagen wir mal, 3. Stromanschluss. Ja, Stromanschluss. Und da fängt das Problem mit dem Strom schon an, ne? Wir produzieren hier 400, brauchen 120, ja, obwohl das könnte noch gehen, sozusagen. Ah, guck mal, hier ist schon gegraben, sehr schön. Aber hier ist kein Sauerstoff, okay. Und da können wir schon mal die Tür hinsetzen. Ellie macht das schon, ne? Ne, weggraben war die Sache, ne? So, da muss noch ein Ziegel mehr hin, da ist einer zu wenig. Kriegen wir aber, ne? Ellie macht das schon. So, dann würde ich auch sagen, können wir das so machen. Ellie braucht Sauerstoff. Sieht doch erstmal ganz gut aus. Kompost. Hier ist unser Staubecken. Vielleicht kriegen wir das ja auch hier noch gelöst, dass wir da mal gerade schon mal 3 Ziegel hin machen. So, sieht doch ganz gut aus, oder? Ellie baut da oben weiter. Ja, toll, jetzt geht's da oben natürlich nicht voran beim Verdichter, ne? Jetzt mach das mal fertig, damit das nicht da rumschwebt. Lindsay hat Wasser geholt, wie wir gerade sehen. Das funktioniert also definitiv. Brauchen wir bei der Forschung, ne? Oder? Ne, beim Getränke liefern. So, da wird's jetzt fertig gebaut, das ist schon mal gut. Dann sind die Verdichter auch wieder ordentlich unterwegs. Okay, hier wird geliefert. Läuft. Oh, Essen ist fertig. Sehr schön. So, der nächste Verdichter ist dann auch schon fertig. Können wir mit Prio 1 weitere dahinter stellen eigentlich, oder? Würde ich jetzt mal so sagen, ne? Hier? Ja, lassen wir erstmal. Oh, wird schon geerntet. Sehr gut, aber aufgeräumt wird nicht, ne? Hier ist alles drin, dann sozusagen, ne? Der ist der gleiche, hier sind die Eier nur drin, ne? Das heißt, wir machen mal Einstellungen übertragen auf den. Und der hat dann das. Naja, lassen wir so, oder? Nur beim Aufräumen ist ja auch okay. So. Ersteindruck ist gut, oder? Ja, hier unten will ich die Kohleproduktion irgendwie hinmachen, ne? Lass uns mal gerade hier schauen. Das wäre ja hier. Das wäre da. 4. Und das ist auch 4. Hier haben wir ein bisschen Chlorgas. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal 4 runter, oder? Und basteln das alles hier hin. Hier ist doch erstmal gut, oder? Tür dahin. Und den Raum dahin. Hier muss dann der Kohlegenerator hin, den wir aber noch gar nicht haben, ne? Nein.
Ja, müssen wir schauen. Gucken wir nach hier oben wieder. Was passiert hier? Nix. Machen die drei, ja? Nix, oder? Ein Bett können wir mal nochmal bauen. Damit wir auch 5 haben. Können alle 5 hier schlafen, ne? Ellie ist am Arbeiten. Sehr schön. Material geholt. Was haben wir denn jetzt hier abgebaut? Kohle, okay. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Wie viel ist denn hier mit der Höhe in 4? Das wäre dann hier lang, ne? Forschung abgeschlossen. Brennofen, Steinbrecher. Hier haben wir eine Erneuerung im Umland. Okay, das haben wir geschafft. Sehr schön. So, Steinbrecher, Brennofen. Was war das hier? Künstliche Freude. Ne, das war ja hier der Brennofen da. Ich hab glaub... vielleicht letztes Mal das falsch angeklickt. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Den Steinebrecher kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Was war das jetzt? Warum sich Ellie so gefreut? Okay. Passiert hier mit dem Aufräumen nichts, ne? Also hier ist ja schon mal ganz gut, ne? Aber die andere Seite ist jetzt nicht so dolle. Hier ist noch das noch gar nicht passiert. Warte mal, da müssen wir wahrscheinlich was graben, damit es hier auch vorangeht, ne? Da wird der Kompost umgesetzt, das ist schon mal gut. Wasser kann man noch hin, ne? Oder? Aber wir haben noch kein Wasser. Hier muss noch irgendwo... obwohl, hier wäre schon voll, ne? Veredelung. Ja, der Steinbrecher ist klar. Und der Brennofen. Wärme, automatische Eingänge, Aktivität, Dekoration, minus 10. Okay, da kann man rein Kohlenstoff erzeugen dann. Ja, hier die Leiter, da kommen wir jetzt nicht so weiter mit erstmal, oder? So, muss sogar noch tiefer. Naja, lass er erstmal bis dahin basteln. Das ist schon weit genug. Ach, hier ist da das Problem, dass es nicht weiter runter geht. Kann das sein? Stopp mal, hier ist nicht frei. Das ist nicht weiß. Hm. Weiß ich jetzt auch nicht. Naja, wenigstens sind sie hier schon mal am Essen. Mützen liegen daneben. Passt, oder? Essen, Essen, 10.000. Forschung fehlt wegen kein Strom, okay. Und es ist Nacht und sie schlafen. Stinky macht jetzt erstmal Strom und die anderen drei sind am Pennen. Jo, gut. Kompost ist klar, der ist da am Dampfen mit schmutzigem Sauerstoff. Aber naja, an Filter und sowas kommen wir halt noch nicht dran, ne? Haben wir hier irgendwas, was wir ein bisschen vergessen haben? Ich glaube nicht, ne? Stromtechnisch ist auch klar. Essen. Elektrogrill. Ja, weiß ich auch noch nicht. Ja, brauchen wir, aber dafür müssten wir Stromnetz besser machen, oder? Stinky ist am Forschen. Hier ist schon einer von den Hatches, die da Kohle machen, ne? Den müsste man mal dann da unten aussetzen, wenn wir das fertig haben, ne? Kompost ist klar, Steinbrecher. Ja, die veredelten Metalle, die brauchen wir. Die müssen wir uns dann gucken, wo wir die hinbauen, ne?
So, die sind alle drei wieder unterwegs. Das ist schon mal gut. Stinky wurde jetzt abgelöst. Der geht jetzt auf Toilette, Hände waschen. Und Ellie guckt zu, was Ron macht. Oder Ren. Ja. Ja, Ellie macht jetzt hier weiter frei, denke ich mal. Ne? Genau so ist es. Keine Samen verfügbar, okay. Haben wir irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich sehe keine Samen. Hier sieht es auch nicht danach aus, dass was in der Ecke ist. Was ist das? Ein Bodybutt. Hier haben wir noch Wasser. Das wollen wir später noch da ablassen, denke ich mal. Deswegen graben wir schon in die Richtung, ne? Ja, da müssen wir gucken. Ja, hier ist es auch... Mit der Treppe da runterbauen war auch nicht die ideale Idee, ne? Ja, sie sind am Aufräumen, glaube ich, oder? Dann ist auch schöner hier, ne? Essen ist noch genug da. Wie lange braucht er hier noch? 84%. Ja. Wo geht der jetzt hin? Ach, der holt da unten was hoch. Schmutzwurzel geholt, okay. Ja, Dornblütensamen. Aber da ist kein Licht, deswegen kann das nicht funktionieren da, ne? Ach, guck mal, da ist ein Nymphenei. Leuchtnymphenei. Maximum stoppt, ja, ja. Machen wir mal so, oder? Ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon so einen Teil da reinpflanzen sollte. Ach komm, machen wir. Na, da geht's noch nicht, weil noch nicht gebaut ist, ne? Ellie macht da oben die Algen frei, kein Problem. Hier fehlt's an Sauerstoff. Und ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.